Ja, Leute, so sieht das aus, wenn man auf YouTube irgendwas machen will. Ich habe den Monkey, den Affen da jetzt reingeschnitten. Es ist Ostern noch, aber irgendwie ist der Osterhase hier auf YouTube zum Affen geworden. Ja, da heißt es dann, morgen erstmal meine Abonnenten und Leute, die dazukommen, Followers. 500 internal server errors, sorry, something ran, irgendwie Ostern, ich habe eben so ein Kirschtrüffel-Ding gegessen, also jetzt geht's nicht mehr. Sorry, something went wrong, a team of highly trained monkey, if you see them, then send them this, send them this, und dann ist der Text, und dann kommt APK, PGMXQ7, 7 ist mein Glückszahl, NO43HA5TN, BWW, EHFQ, ja, Q-Fuck, genau. Kuhscheiße, ich finde es, weiß nicht, ich müsste dann irgendwie blind sein auf einem Auge, dass ich das, irgendwie, oh, die ist gespritzt, Leute, scheiße, muss ich gleich mein Gesicht waschen, wegen diesem Monkey da. Wie findet ihr das? Ich weiß nicht, wie ich das finde. Und dann hat der Monkey noch so einen Hammer. Also wer macht sowas? Wer macht einen 500 Internal Server Error? Und dann so ein Monkey hier, ihr könnt ihr nochmal gucken, hier mit dem Hämmerchen, da. Dieses Hämmerchen, wer macht sowas? Wer hat diese Grafik extra eingestellt? Und hier der Monkey, der sieht so aus, als hätte er ein Pupploch an der Nase. Also, Leute, ich frage mich, warum. Ich glaube, ich habe das erste Video, oder ich mache eins der ersten Video. Eigentlich müsste das Video explodieren. Weil ich glaube eigentlich, Simon, irgendwie hast du dich zum Affen verwandelt. Ne? Nee, Simon Desio war es auch nicht. Weil sonst würde ich jetzt sagen, das ist Simon. Komm, wir reden nochmal. Simon, hörst du mich? Was kannst du alles mit deinem Hammer anstellen? Ja. Naja, Simon wird wohl nichts mit dem Hammer anstellen. Außer er verfolgt seine Freundin oder irgendwie. Die Fans mit dem Hammer. Ich meine, wer macht sowas? Ganz ehrlich. Ist das YouTube? Ist das die Spitze? Hat da einer den Affen extra gemalt oder macht das der Rechner automatisch? Kann mir das einer vielleicht kommentieren?